Morgen. Wo sind wir? Ja, wir sind im Fleck. Super, ja. Wo geht's hin? Genau, riesen Fernerhütte von mir heute. Über das Antholzertal, also Ohlang-Antholzertal. Und gesagt haben, wir starten das Video ziemlich im Bruneck drinnen. Also, fahren ab da eigentlich. Und echt nicht viel los. Geht eigentlich gut. Ja. 8 in der Früh. Also, passt ganz gut. Wir sind heute in der Früh gefahren. Ist ganz gut gelaufen. Ja, jetzt werden wir halt da euch gedreht. Nützt ja nichts. Vicky mit ihrem neuen Outfit, neue Vaudet-Jacket, neue Convey-Hosen. Ich hab das alte Leibe aus 2011. Und die alte Vaudet-Hosen. Nachhaltig. Ich fahre so nachhaltig Rallye, ich kann sogar Batterien in Biermüll schmeißen. Ja. Ich war negativ für so ein Gut wahrscheinlich. Das heißt, passt das eigentlich. Ich schmeiß die anderen Sachen auch nicht weg. Ja, stimmt auch. Sind halt auch. So, wie ihr seht, ist jetzt das Treten vorbei und jetzt wird es zum Traum. Ja, mehr wissen wir noch nicht, außer dass es noch Zeit so gehen wird. Aber bis jetzt schaut es mir alles ganz gut aus. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Schaut euch mal, die ist super geil. Ist der Hammer, oder? Krass. Das ist ja echt mega. Was? Jetzt der Bergung gibt es das gleiche wie Bier. Ja, das war cool. Und so geht es jetzt auf. Ah, da oben sieht man jetzt dann schon langsam ein bisschen was. Ja. Sehr cool. So, weiter geht's. Wandertag. Wandertag. Genau. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter gekommen wieder. Der Weg ist so krass gut banal. Wir haben es echt super schön gepflegt. Da drüben sieht man, wie sie es gut eingebaut haben. Weil da komplett der ganze Bach gekommen ist. Oder Lawine, was auch immer das war. Ja, so schaut es da aus. Geil. Beide sind wir schon gekommen. Was gibt es bei dir? Nichts. Ist gut. Ein Karamellriegel. Lecker, lecker. Ja, ich war oben. Ja. Ewig lang. Ich habe gerade fotografiert, schau sich mal so bitte. Da sieht man, dass wir geschwitzt haben. Ja, sehr gut. Einige oder manche haben uns oder schreiben uns immer wieder, wie man das Huckelbike montiert und wie das funktioniert. Wir haben sogar in die Highlights drin auf Instagram haben wir eine genaue Vorstellung oder halt zeigen wir, wie es funktioniert. So, passt. Haben wir das auch? Für alle, die was ein Tragesystem brauchen zum Bike tragen, ist es echt optimal und funktioniert mega und hebt ewigst. Mhm. Geil. Was gibt es jetzt noch? Ein Eiweißriegel hinten noch. Sauber. Socker. Sauber. Ja, ich kann nicht mehr, weil ich heute mag ich so einen Riegel essen. Das kompakte halt. Ja. So schaut es bei uns aus. Wir sind jetzt echt schon weit herum. Ja, es zieht sich schon, aber der Weg ist so gut benannt, wir sind das schon gar nicht mehr gewohnt, ja, dass es so gut zum Tragen geht und geht. Also macht gescheit Meter. Das passt gut. Zeitlich stressen wir uns einfach nicht, aber wir schauen, dass wir so weiter da und dann ist es alles noch im grünen Bereich. Die Sonne scheint auch nicht mehr so wachs. Also für uns total fein, weil es war echt richtig heiß. Ja, Wetter scheint stabil zu bleiben. Sehr geil. Da rauf müssen wir. Ich glaube, ja. Da geschafft, Fedo. Schauen wir mal rauf. Da oben vermutlich irgendwo. Da, wo gerade die Sonne scheint, oder? Mhm. Ja. Bis zur Steigerei werden wir auf Dächern haben. Ja, ja, jetzt auch. Wenn es bis jetzt einmal so geht, dann sind wir ja schon voll zufrieden, oder? Ja, komplett um die jetzt da. Keine Steigerei. Und weil wir gerade zuerst beim Thema Schweißwand, haben wir gerade festgestellt, dass mein Leibe eigentlich ja, nicht mehr schwarz ist. Dahinter, was sagt man? Hallo? Boah, das riecht wachs. Sieht man das? Nein, man riecht es. Nein, man riecht es. Ich will gar nicht hinschauen. Okay. Lass ihn bitte meinen Riegel essen. Schmäh nicht. Die Leibe sind echt voll cool bei Spreadshirts. Da haben wir einen Link drin auf unserer Webseite. Auf Google. Die sind schon einige vielleicht. Ja, die sind echt cool, aber es ist halt echt von der Sonne und Schweiß ausgebleicht ohne Ende. Wow. Okay.
Es war Zeit, ein Eis zum Stehen. Mhm. So, der Martin ist wieder oben beim Fotografieren. Da haben so die krassen Stufen und Treppen eingebaut. Echt Wahnsinn. So, jetzt sieht man es von herum. Es geht mit Seil versichert. Ist da recht steil. Aber es geht super. Ja, es gibt einen Booty auch. Oui, oui. Für Männer und Frauen. Du musst das Booty-Training machen, darum. Mega. Ich bin schon bei euch. So geht's weiter. So, Ego. Klettersteig, Bike-Klettersteig-Perspektive. Das Problem ist an der Geschichte, aber, dass man mit dem Radl schaut, wo seht ihr es? Wie knapp das alles ist. Und dass man dann keinen Highsider macht. Das ist Zuckerbike super, aber natürlich muss man ein bisschen schauen. Ne? Das ist ein King. Dass man da nicht hängen bleibt und der Spannung aufbaut. Stufen sind echt geil. Hin und zu ein Jahr vielleicht. Trocken 26 Zoll, würde ich sagen, für mich. Weil dann kannst du echt gut tricksen. Boah, der geht auf. Wachs auf. Echt Wachs. Wann kämpft die Victoria? Ewig. Magst du schon froh sein, dass du nicht da rum wohnst? Da überlegst du dir das noch mit dem Einkaufen gehen, weil jetzt gibt es ein Selfie. Ein Selfie. Also bei ihr, Making off und Making off. Genau. Und so schaut das euch aus. Steige welche. Ah, einfach gewaltig. Jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Und bevor wir um sind, müssen wir nochmal Fotos machen vom Bahnhof, weil das sieht man dann nicht mehr. Nachher hoch, weil es ja von uns hinten durchgeht. Und ganz, ganz hinten bei den schönen Wolken, da sind die Dolos. Geil, oder? Mega. Bleibst du, weil wir sind gleich da. Endlich sieht man die Hütten. Und davor ist noch ein richtig geiler See. Da drüben geht es dann auf für uns und jetzt haben wir es gleich geschafft. Endlich. Da sind wir. Sau geil herum. Echt krass. Und da haben wir welcher Bahnhof ins Sommerwald. Jetzt haben wir eigentlich dann gleich einen Bahnhofschwenk oben dann. Endlich. Schafft haben wir es. Ja, schon haben wir es verdient. Du heißt für die Wicke mit Nachnamen Risa. Wie noch? Flaum. Na wir? Risa. Ferner. Genau, Ferner. Oh. Beim Aufgehen, die ganze Zeit hören wir Flaum. Die. Nur Scheiße. Beim Aufgehen haben wir echt die ganze Zeit die Hütten im Kopf gehabt. Immer. Die ganze Zeit, wie so ein Ohrwurm. Kam sitze da, weiß ich nicht mehr, was heißt. Oh Gott. Ja. Siehst du noch was dazu? Nein, schön ist. Schön ist, gell? Und ruhig ist. Echt fein. Total. Bahnhofschwenk zeigen wir eigentlich dann noch. Für uns geht es dann da Richtung Umme. Ein Trail. Ja, schaut vielversprechend geil aus. Da bin ich mal gespannt. So. Jetzt mache ich die Hand. Aber. Geil, oder? Good day.
geil, oder? Ein bisschen slow, ha?
Ja. Ja. Oh nein. Teilweise echt. Ja. Aber nur jetzt, ich weiß nicht. Aber auch nicht schlimm, aber halt. Hat's ja gehört.